Und Leute, willkommen endlich zurück zu Die Reise ins All. Ja, ich war ja schon seit dem U-Boot nicht mehr, seit der Nautilus nicht mehr dran. Was größtenteils auch meine Schuld ist, da ich einfach teilweise keine Lust und keine Zeit hatte. Aber ja, jetzt sind wir hier mitten im Orient und auf der Suche nach Anwerbern, glaube ich. Oder war das die andere Mission? Ich weiß nicht genau. Wir sind auf jeden Fall im Orient. Und ja, Klein hat das ja schon größtenteils ja alles erkundet. Es fehlen nur noch diese beiden Häuser, glaube ich. Und ja, deshalb würde ich sagen, gucken wir da mal rein. Hallo? Gestatten von Magwitz. Wegen Fremder, ganz unverkennbar. Was können Leute wie Sie nur in Backschicht zu schaffen haben? Seht zu seiner Rettung da, Kerl. Leutnant. Nur fällt es einem Offizier so schwer, dezent und subtil vorzugehen. Ich kann keine Kreatur für die Stimme. Was? Ich kann keine Stimme für die Kreatur. Tut mir leid. Ist doch so. Sollen unsere Gebete erhört worden sein? Werden sie uns tatsächlich gegen die verruchten Besatzer helfen? Na bitte. Bedenken einstellen. Habt den Mann gleich richtig eingeschätzt. Na gut, aber seid nächstes Mal bitte etwas vorsichtiger, Schatz. Ja. Verzeihen Sie, dass wir Sie mit rassigem Missbrauch beachtet haben, guter Mann. Man kann nicht vorsichtig genug sein in diesen Zeiten. Ich selbst bin es auch und dabei halte ich doch selbst einen Teil der Hilfe in den Händen, die uns befreien könnte. Aber ich habe bislang nicht gewagt, Sie einzusetzen, Effendes. Hä? Erkläre sich. Es gibt einen Weg, ungesehen in den Palast einzudringen. Ein Weg, der direkt ins finstere Herz des Feindes führt. Wer ihn kennt, könnte sich mit Mut und Entschlossenheit wappnen und womöglich dahin vordringen, wo bislang jeder Angriff fehlgeschlagen ist. Na, warum hat er uns dann nicht... Was? Na, warum hat er es denn nicht noch nicht getan? Hä? Ach, Magwitz. Ich finde die... Nun, wenn es nur nach Löwenmut ginge, wäre ich der Erste, der sich auf den Feind stürzte. Aber leider... Das schlimme Knie. Der krumme Rücken. Die Unabgänglichkeit im Beruf. Sie sagen es. Offenbar haben sie schon das öfter mit Widerstandskämpfern zu tun gehabt, die sich der energischen Mäßigung verschrieben haben. Auf so einem Posten sind sie natürlich nur schwerlich zu ersetzen. Ich nehme an, sie hielten uns den Rücken frei. Ganz recht. Daran liegt's, möchte ich sagen, sogar mein vorzüglichstes Talent, dass ich ganz an den Dienst der guten Sache zu stellen bereit bin. Bitte mir endlich Auskunft aus, wo dieser Geheimweg zu suchen sei. Das ist leicht beschrieben. Allerdings setze ich mich dabei natürlich einem nicht beträchtlichen Risiko aus, wenn Sie verstehen. Kerl, kann sich höchstens einen Splitter beim Türöffnen einfangen. Und was ist, wenn Sie scheitern? Was ist, wenn Nachforschungen eingestellt werden? Was ist, wenn die Spur zu mir führt? Was ist, wenn? Schon gut, schon gut. Ich verstehe, wie viel soll also Ihr Risikoausgleichsprämie beantragen? Für die gerechte Sache werde ich natürlich nur einen Freundschaftspreis erheben, geradezu skandalös niedrig. Erfände die 200 Taler bitte sehr. Klein meinte, dass die Hauptquest hier nicht weitergeht. Aber ich bin mal so lieb, ich gebe mir 200 Dollar, Taler. Ich meine, warum nicht? Fangen Sie mir bitte. Hier entlang, Effendes. Hier ist es. Mein Haus liegt an der Stadtmauer und als ich mich daran machte, einen Killer auszuheben, machte ich eine erstaunliche Entdeckung. Und was für einem Keller reden Sie, mein Herr? Ja, ich glaube, so rede ich die Kreatur. Den halte ich hübsch verborgen. So bleibt nicht nur der Geheimweg versteckt, sondern auch so manches, das ich nicht unter den Abgaben an den Herrn sehen möchte. Na, Sie sehen es gleich selbst. Fassen Sie bitte einmal mit an. Auf mein Zeichen. Hau ruck! Es ist immer eine elende Buchterei, aber immerhin ist es so sicher. Bitte nach ihm. Irgendwie vertraue ich ihm nicht so ganz. Und wie weiter? Seid ihr mir also in die Falle getappt, ihr dummen Toren. Falle? Was soll das heißen? Glaubt es tatsächlich irgendjemand also töricht, sich gegen die Herren aufzulehnen? Pah, es lebt sich leichter, wenn man sich zu arrangieren weiß. Und mit euch als Tagesfang ist mir eine Belohnung gewiss. Nochmals danke für eure 200 Taler. Dann kann ich heute gleich doppelt abkassieren. Und nun haltet schön still, ich bin gleich wieder da. Wenn auch nicht allein, wie ihr euch gewiss denken könnt. Eingesperrt. Kompliment, Schatz. Da hast du uns wirklich dem Richtigen ausgeliefert. Schieben Sie Ihren Streit auf heitere Stunden. Wir müssen schleunigst dieser Mausefalle entrinnen. Geht das? Okay. Wir haben einen Knallfrosch. Der ist doch bestimmt schon 200 wert gewesen.
bei all dem Dreck und Schmutz merkt man gleich im Keller eines Schuftes gelandet zu sein. Ach, sei doch still, bitte. Sehe etwas, Objekterkennung läuft. Ah, identifiziert. Lampe alt. Ich habe vorhin bei der quasi Testaufnahme, war ich in dem Haus, was hier links ist, also das zweite Unentdeckte, und der Typ hat seine Lampe gesucht. Haben wir jetzt also die Lösung für eine Sidequest, die wir noch gar nicht angenommen haben? Cool. Und staubbedeckt noch dazu, bevor du die einsteckst, wische wenigstens einmal drüber, Schatz. Oh. Kommt da nicht ein Genie raus? Nur, wenn wir dem Typen geben sollen, will er die mit dem Genie haben? Ach, ey, was soll's, ich will den Genie haben. Wo haben sie denn jetzt wieder angestellt? Hab doch Befehle ausgeführt. Ja, da ist der Genie. Oder, du bist kein Genie. Was bist du denn? Ich erkenn's nicht ganz. Ein Pinguin oder sowas. Oh ja, wollt ihr mir Befehl, Meister? Super, Lott. Rühren. Wie ihr wünscht, Meister. Bad Blitz hatte mir schon so einen Grenadier gewünscht. Er macht tatsächlich, was du sagst, du lieber Himmelschatz. Weißt du, was du da in den Händen hältst? Bei meiner Treu. Weise und wohl überlegt eingesetzt, könnte dieser Lampe unsere Waffe zum Sieg sein. Haben Sie einen weiteren Wunsch, Meister? Boah, was wegen? Hören Sie Ihre Worte wohl, Leutnant. Achso, doch, ja. Friede auf Erden, Weltherrschaft, Rührei mit Schinken. Das ist offensichtlich, was wir hier nehmen, oder? Wie bitte? Das ist dein Wunsch an einen allmächtigen Lampengeist? Oh je, mit Käse hat das jetzt aber leider gar nichts zu tun, nicht? Hä, Käse? Muss er erst gefüttert werden, oder was? Ach, wie unangenehm. Früher oder später fällt das wohl allen Menschen auf. In letzter Zeit leiden immer früh. Was? Wovon in Gottes Namen reden Sie da eigentlich, Herr Lampengeist? Die gute Nachricht lautet, ich kann Ihnen jede Form und Art, welchen Käse auch immer auf der Stelle herbeihexen. Grundgütiger, ich erahne die schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht lautet, sonst kann ich eigentlich nichts. Naja, nichts klingt dann doch zu hart. Ich kann einkaufen gehen, Schuhe putzen, wenngleich nicht sehr ordentlich. Und wie ich gerade herausgefunden habe, kann ich mich sogar rühren. Ja, wieso nicht? Ich meine, Käse ist doch was Tolles. Also könnt ihr ja auch eine funktionierende Atombombe aus Käse uns herbeizaubern, theoretisch. Oder eine Käselawine, eine Käsearmee. Käsefahrzeuge, Käsewaffen, wie gesagt, also einen neuen Käse-Erde, wo wir alle Menschen hinziehen können. Jetzt habe ich es außerdem nicht gelesen, tut mir leid, aber ich war so sehr in den Käse vertieft. Ach, so dumm, ich hatte schon gehofft, von nun hätten wir es einmal richtig schön einfach. Von nun an, oder? Gut, aber auf jeden Fall ist die für die Sidequest, die wir noch gar nicht angenommen haben. Aha, sehr Zettel. Das erste ist das Vierfache, ist das Mathe. Gut, dann mal hier kurz den Kursnotizen öffnen. Das erste ist das Vierfache vom letzten. Check. Zweitens, das dritte ist die Hälfte des ersten. Okay. Dritte Hälfte. Hast du es, nimmst du vom ersten das letzte, hast du das zweite? Vom ersten das letzte. Okay. Gut. Die Fässer sind randvoll mit einer klucksenden Flüssigkeit gefüllt. Okay. Zwischen den engen Schrankfächern sammelt sich Staubdreck und Unrat. Ja. Können wir alles gut gebrauchen. Oh, sehen Sie nur, ein Zahlenschluss. Vier? Wieso denn vier? Ja, das ist auch ein Zahlenschluss, wer hätte das gedacht. Hoch können wir nicht nehmen. Luke ist fest zerrammelt. Da kommen wir nicht hoch. Nicht da, hier. Das erste ist das Vierfache des letzten. Das dritte ist die Hälfte des ersten. Und nimmst du vom ersten das letzte. Wie will man denn... Das sind alles einstellige Zahlen. Wie will man denn von dem ersten das letzte nehmen?
Also das hier ist das Vierfache von dem da. Das hier kann nur 1 oder 2 sein, weil alles, was über 1 und 2 das Vierfache ist, ist ja hier drüber. Jetzt würden wir sagen 8 und 2. Dann ist das Zweite vom Ersten 8. Ja, das verstehe ich, wie das Letzte vom Ersten. Das hier wäre 4. Aber... 4, hier... 8. Ich verstehe das mit dem Zweiten nicht. Was meint er denn mit dem Letzten vom Ersten? Nimmst du vom Ersten das Letzte, hast du das Zweite. Vom Ersten das Letzte. Vom Ersten das... Wie will man denn vom Ersten das Letzte nehmen? Ich meine, das hier ist... Also, das hier ist 4 oder 8. Das hier ist dann eben 1 oder 2. Und das ist das Doppelte von dem. Das ist also die Hälfte von dem. Aber das hier verstehe ich nicht. Also, 4... Ich hab's fast, aber ich peile es echt jetzt mit dem Zweiten da nicht genau. Nimmst du vom Ersten das Letzte? Ja, das ist das einzige Set vom Ersten das Letzte. Ach, nimmst du vom Ersten, also zieht man vom Ersten das Letzte ab, schätze ich mal. Dann hätten wir hier 2, hier 8, hier 4 und hier 6. 8, bitte. Nein, dann aber, weil, wie gesagt, es waren ja 2 Möglichkeiten, die ich gerade hatte. Dann ist es hier 1, das 4, das 2, vom Ersten, und das müsste 3 sein? Ja. Gut. Okay, ja gut, der Satzbau war nicht schlecht, nimmst du vom Ersten das Letzte. Das halt habe ich die ganze Zeit an den letzten Buchstaben oder sowas gedacht, aber nicht, dass man das Letzte davon abzieht. Okay. Hat man das eigentlich gerade gehört, dass mein Controller sich aus irgendeinem Grund neu angeschlossen hat? Ich weiß es nicht. Schnell, Freunde, verbergen wir uns vor den nahenden Häschern. In einem Schrank. Was heimlich lieb, aber lieb ist, kann wackeren Helden recht sein. Okay. Hey, nein! Langweilig. Wie lange sollen wir denn hier überhaupt ausharren? Du legst dich gleich auf die Hutablage, wenn du nicht Ruhe gibst, Schatz. Achtung, da kommt wer. Ach, Mann. Da darf ich nun um absolute Ruhe bitten. Das ist die absolute Ruhe. Da unten sind wir, kleine Herren. Euer getreuer Diener hat euch ein paar Aufrührer gefangen. Schöne Exemplare möchte ich anfügen. Und ich möchte anfügen, dass wir nie irgendwas aufgerührt haben. Weder Suppe noch Saft. Wir haben nichts gerührt. Also, was will der von uns? Tja, Heruntergebieter. Zweite Frage. Wie klettern die auf Leitern? Aber gut. Versehen Sie nur unter einen angeblichen Gefangenen. Ich bin gerade etwas übersteuert. Also jedenfalls mit der ersten Silbe. Das gibt es doch nicht. Luke war fest verschlossen. Wer ist dieser Luke? Ich schätze das gar nicht, wenn unsere Sklaven zum Namen gehalten werden. Verräter, ich schwöre bei meinem Pate, dass ich hier 4 Alter, okay, nochmal vorne. Hoher Herr, ich schwöre bei meinem Pate, dass ich 4 verdächtige Subjekte eingesperrt habe. Ich schwöre. Oh, das ist noch einer. Hey, Along. Wie hab ich den nochmal geredet? Hey, ihr da unten, was dauert da so lange? Schaff die Gefangenen endlich hoch. Es gibt keine Gefangenen. Der Wicht hat sich mit seinen Lügen lediglich aufgebläht. Nein, nein, ich schwöre. Was? Pack den frischen Geld und schafft ihn in den Palast. Nein, nicht in den Palast. Das ist alles ein furchtbares Missverständnis. Bitte nicht in die scheußliche Grube. Eine Grube, okay. Das geschieht diesem heimtückischen Strolch ganz recht. Ich erhalte 100 Erfahrungspunkte. Danke, Stimme aus dem Off. Der Verstärker gehört mein Dank, sei gepriesener Edlerschrank. Die Kreatur kann gut reimen. Ja. was hatten wir gerade nochmal eingesammelt gehabt? Diese Lampe, ich hoffe, hier.
Der Wackerlampengeist, der schafft in unerbittlicher Emsigkeit ein Stück Käse bester Reifung. Haben wir jetzt irgendwo hier ein Stück Käse? Käse? Ah. Können wir uns mehrere Stück Käse holen? Okay. Ich weiß ja nicht, ob wir das überhaupt brauchen, aber ich hole uns jetzt Käse. Vielleicht kann man es ja verkaufen oder sowas. Kann man das verkaufen? Ja, mit mir unendlich Geld. Kann man Käse verkaufen? Ja. Für einen Taler. Gut, Leute. Ich glaube, ich werde jetzt etwas Käse erschaffen und ihn jeweils verkaufen. Und ich glaube, das werde ich ab jetzt machen. So, weiter. Ich weiß nicht, wie ich das mache, aber... Aber theoretisch ist es echt eine Quelle, Geld ist. Zwar sehr langsam, aber stetig. So. Doch, los. Schläge schon 25 Stück. Das reicht dann auch. Wenn man das eigentlich nicht so viel bringt. Also schon 26 einbehalten, bin ich sicher. 20? Jetzt liegt ganz oben die Lampe, da kann man noch viel mehr, viel schneller arbeiten mit. Alles besser, dauert sehr lang. Ich werde das auf jeden Fall kaputt und kann dann auch wieder. Okay, das auch noch hin. Und. Oh, schon mehr als heute. Dann noch 30. Also 31. Das müssen wir noch einen haben. So, okay, willkommen zurück in der normalen Geschwindigkeit, Leute. Ich würde sagen, wir verkaufen 30 Stück. 30 Taler. Ja. Gut. Dann gehen wir ganz nach links, weil wie gesagt, hier war ich bei meiner Testaufnahme drin. Und der wollte irgendwie eine Lampe oder sowas. Meine Lampe ist weg. Meine geliebte, glücksweisende Lampe ist verschwunden. Soll denn das Gejammer wegen schneller Lichtgerätschaft gehen? Oh, die Lampe war für mich viel mehr als nur ein Lichtspender. Sie war nur, sie hat mir viel bedeutet. Wir brauchen ihn. Wir müssen ihn haben, den Schatz. Ach, wenn ich doch noch einmal so eine kleine, unscheinbare, alte Lampe fände. Ich wäre der glücklichste Mensch auf Erden. Kann vor Glück reden, Kerl. Hab so eine alte Lampe gefunden. Das gibt es doch nicht. Oh, wie wunderbar. Wie wunderbar. Effendi. Ich werde Ihnen ewig dankbar sein. Bitte nehmen Sie sich etwas aus meiner Kiste. Und 200 Erfahrungspunkte. Ja, ist zwar jetzt auch nicht allzu viel, aber ein paar Feigen, der Korb enthält so ziemlich alles, sofern es nur hinreichend süß und klebrig ist. Ach, diese feigen Daddeln. Ja, der Witz war nicht gut. Ich weiß, tut mir leid. Also, ich könnte es auch vorne. Also, wir haben zwei Zündmittel gefunden. Irgendwie hab ich gerade das Vorlesen vergessen. Die Kommode offenbart das Ordnungssystem eines Junggesellen. Da war nichts drin. Ne, der ist mittlerweile leer. Das Echo eurer unerfüllten Hoffnungen wird noch lange in der Leere dieses Kruges nachhallen. Wir verbrennen sein Haus. Die zu Scheitern gewandelte Reste eines irgendwann irgendwo gewachsenen Gehölzes. Das ist vollkommen korrekt, Real Troll. Was soll das heißen? Nur Käse. Das kann doch nicht wahr sein. Garstige kleine Hobbitze. Böse, tückisch, falsch. Ja, ich will ja mal ganz den anderen Leuten Überraschungen hochdorfen. Ja, das ist echt nicht interessant. Das ist doch... Tee, ich rieche eindeutig Tee. Was ist daran so ungewöhnlich? Das ist doch ein gebräuchliches Getränk in diesen Landen. Der Westgnädigste. Aber hier scheint mir Milch im Spiel zu sein. Eigenartig. Tja, die Engländer eben. Wir haben doch gerade zwei irgendwas bekommen. Dumpf, das war so, oder? Dumpfstängel. Sieht aus, wie er heißt. Ja, nee. Wieso haben wir eigentlich niemandem diese Kali-Kette gegeben? Vor allem, weil die beiden noch nichts haben. Diese übertrieben gut? Halbiert den Aufwand an MP und stärkt den Geist. Ja, gehen wir in den Nummer, würde ich sagen.
Der kann sie doppelt so viel heilen. Wieso hat Clay die nicht angelegt, hä? Okay, gut, ist das schon mal getan. Aber hier, die Kreatur hat noch kein Ding. Hast du Dinge zu verkaufen? Nee. Wir können sowas holen, aber... Also hier könnte man theoretisch jeweils 1000 Käse machen, also immer 99 und dann verkaufen und sich dann sowas kostenlos holen, aber nein, das mache ich nicht, Leute. Das dauert mir einfach zu lang. Gut. Ich verkaufe lieber nichts, irgendwann braucht man doch noch irgendwas davon. Wir haben auch schon mit allen hier geredet. Deshalb glaube ich, können wir eigentlich mit dieser Hauptquest weitermachen. Aber das würde ich eigentlich gerne erst im nächsten Part. Ach ja, Klein hat gesagt, ich soll dem Jungen hier absolut auf keinen Fall die Münze geben. Ja. Haben Sie einen Taler für einen armen Jungen übrig, Effendi? Da, nimm her. Was? Sie geben tatsächlich etwas? Danke, danke, edler Spender. Sie geben mir doch bestimmt noch einen Taler für Sie, Effendi. Nein. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Okay. Ja, komm mal her. Ja, komm mal her. Ich finde es ganz interessant, wenn man den da vorlocken könnte, also vor dieser Halle hier rechts, und dann würde er von Aliens reingezogen werden. Ja, komm her. Kann ich ihn schwarz testen? Einfach so aus Spaß. Komm mal hierher. Mann, bist du dumm. Junge. Junge. Och, Mann, hierher. Bitte. Danke. Nein, runter, runter, runter. Danke. Nein, runter. Nein. Tun wir nicht. Und jetzt gehe ich schnell hoch. Schade. Hier hat doch perfekt eine passende Cutscene gepasst. Na gut. Da wir um einige schneller sind als der, lade ich den Spielstand nicht neu. War das hier mit dem? War das der? Das war das Hotel. Gut. Oh, willkommen, verehrte Gäste. Was kann ich für Sie tun? Auskunft nach linkem Zimmer. Nun. Also, aha, ja. Welches meiner durch und durch harmlosen Zimmer meinten Sie noch gleich? Das linke, Sie heimlich Tour. Was soll es Ihnen zu heimlichen geben? Ich würde Ihnen gerne jede erwünschte Information zur Verfügung stellen. Irgendwie habe ich keine Stimme für diese Zwillingsklon-Servierte. Wirten, wie auch immer. So? Ja, natürlich. Also, das linke Zimmer zeichnet sich zunächst durch seine Eigenart aus, 4 Wände zu besitzen. Damit nicht genug. Da oben wird es durch eine Decke beschlossen, während die entgegengesetzte Seite. Weil er mir jetzt mit einem Fußboden kommen, Kerl? Ja, Sie kennen das Zimmer offenbar. Dann scheint Sie Ihre Frage als schon erledigt zu haben. Potzblitz, hat er fast den Anschein. Nicht sehr, er wird Ihre Ablenkungsmanöver mögen taugen, den braven Leuten dazu verstricken, aber mich spinnt sie nicht so leicht ein. Der fragliche Räume beherbergt doch eine Gesellschaft, die nicht gut auf fritentarische Besatzung zu sprechen ist, nicht? Die Frage lautet nur, warum? Okay. Und weiterhin, welches Interesse könnten wohl Sie nur haben, die fraglichen Leute zu entdecken? Du liebe Zeit, ich wusste es, eines Tages kommen mir die Spitzel auf die Schliche. Jetzt ist alles aus. Beruhigen Sie sich, Herr Wirt. Wir sind keine Spitzel, sondern stehen selbst gegen die Tentakler. Wir sind selbst gegen die Tentakler. Ganz laut durch die Taverne voller Tentakler-Folger rufen. Sehr klug, Eleanor. Was sagen Sie da? Aber woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Bringen Sie mir einen Beweis, dass Sie hier wirklich auf derselben Seite stehen. Dann sehen wir weiter. Oh Mann. Was sollen wir ihm denn bringen? Ein Kopf von einem Tentakler oder sowas? Kriegen wir hier was? Achtung! Die Brücke ist natürlich bewacht. Denke doch, mit den Gesellen fertig zu werden zu können. Warum möglich, lieber Freund? Unsere Fähigkeit. Wow. Kluger heißen. Sind auf unserem Reisen ganz erstaunlich gewachsen. Aber wenn Sie Ihren Blick noch etwas weiter schweifen lassen, erblickt Sie einen Hindernis ganz anderer Natur. Wie kann man eigentlich das nicht sehen, wenn man diese anderen sechs sieht? Ich meine, aus der Perspektive unserer Helden müsste diese Maschine doch direkt in die Augen springen.
Was für eine riesenhafte Ungeheuerlichkeit aus Stahl. Und so etwas übersehen Sie im ersten Moment, Herr Leutnant. Der Black durch den Holographen hat uns vorgefahren. Das war Husten. Wir wissen um die Zerstörungsgewalt dieser Apparate. Es ist kein Wunder, dass sich die marsianische Kriegswalze hier unaufhaltsam Bahn bricht, wenn sie sich derartige Mittel bedienen kann. Unsere Mission ist klar, wir müssen die Kriegsmaschine zerstören. Ja, dann drauf! Kann man nicht einmal auf Schussweite ran, ohne zuvor zerstrahlt zu werden. Will es auf den Versuch ankommen lassen, Hasenfuß. Achtung, die Brückenpatrouille. Und wer war hier, um einen Haufen Mist und Dreck zu bewachen, das haben wir auch auf Mars zu Genüge. Bald sind die nötigen Reparaturen abgeschlossen und dann erstürmen wir die saftigen Reste dieser Welt. Warte nur ab, dieser Planet wird uns wie eine frische Braut bekommen. Okay. Meine Fahrt war einfach leid. Der Krieg ist auch schon gewonnen. Die großen Schlachten sind bereits geschlagen. Was diese Welt an Verteidigungskraft aufzubieten hatte, haben wir bereits gefegt. Beiseite gefegt. Machen wir einfach unseren Dienst, ohne uns groß eine Tentakel auszureißen. Darum halt die Aushau. Der Rest gleitet zurück in die Schatten. Schatten. Da hat er recht. Der Gegner liegt tatsächlich einer Sorglosigkeit an den Tag, als hätte er bereits den Krieg gewonnen. Diesen Hochmut soll der Feind noch bitter bereuen. Pokéball los. Fangen wir mit den Einzelnen da an. Aber heimlich, Leutnant, heimlich. Wenn die Wache Alarm fliegt, dann geht es uns schlimm. Ja, wenn wird schon Acht geben, mich ungesehen in den Tag zu schleichen. Und dann braten wir meins über. Die Ähnlichkeit nimmt zu. Gut. Wie wir jedoch an den Tentakel heranschleichen, sehen wir in der nächsten Folge. Achso, das sind diese Pfeile, wie er sich umschaut. Okay. Gut, ja, in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.